Die Digitalisierung ist gezwungenermaßen durch das Coronavirus wieder in das Zentrum der politischen Debatte gerückt. Videokonferenzen können uns im Homeoffice-Alltag dabei helfen, miteinander in Kontakt zu bleiben. Doch man hört auch immer wieder von mathematischen Simulationen durch künstliche Intelligenz. Doch was verbirgt sich überhaupt hinter diesem Begriff und wie können solche Simulationen dabei helfen, die Corona-Krise zu bewältigen? Frauke, das sieht so ja gar nicht nach Labor aus. Was hast du uns denn da mitgebracht? Genau, für dieses virtuelle digitale Experiment brauchen wir keine Schutzhandschuhe, keine Schutzbrille, sondern nur einen Laptop oder einen PC und die Simulation von der Universität Hohenheim. Und was genau können wir damit jetzt machen oder simulieren? Mit dieser Simulation können wir verschiedene Maßnahmen quasi auf den Prüfstand stellen, sprich mithilfe der mathematischen Modelle, die hinter dieser Simulation stecken, schauen, welche Auswirkungen verschiedene Maßnahmen auf den Verlauf der Pandemie haben. Und so ein bisschen selbst Politiker oder Politikerin sein. Das hört sich sehr gut an. Und womit fangen wir jetzt an? Ja, wir müssen uns erstmal mit dieser digitalen, virtuellen Stadt vertraut machen, mit unserer Simulation. Also welche Bereiche haben wir der Simulation? Und das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Um zu verstehen, wie mathematische Modelle und Simulationen helfen können, Entscheidungen zu treffen und den Verlauf der Corona-Pandemie ein Stück weit vorherzusagen, können wir beispielsweise die Simulation der Universität Hohenheim heranziehen. Diese Simulation stellt ein einfaches Politiklabor dar, in welcher der Verlauf der Corona-Pandemie in einer typischen europäischen Stadt beobachtet werden kann. In der Simulation können wir außerdem als Politiker oder Politikerin dieser Stadt verschiedene Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf den Verlauf der Pandemie beobachten und bewerten. In der ersten Phase dieses Experimentes liegt der Fokus auf dem Kennenlernen der Stadt. In der Stadt gibt es beispielsweise Arbeitsstätten, Schulen, Erholungsgebiete und andere Orte, die in verschiedenen Farben gekennzeichnet sind. Zu Beginn der Simulation, an einem Montagmorgen, wie man hier an der Uhr sieht, sind außerdem viele grüne Punkte in den Wohnhäusern zu finden. Diese grünen Punkte sind gesunde, noch nicht mit Corona infizierte Personen. Unter diesen Personen ist jedoch auch eine bereits infizierte Person zu finden, die in Gelb markiert ist. Wenn die Simulation nun gestartet wird, sehen wir, dass sich zunächst ein ganz normales Leben abspielt. Eltern gehen also vormittags zur Arbeit, Kinder in die Schule und zum Sport und im Anschluss und am Wochenende werden Geschäfte oder Erholungsgebiete besucht. Doch durch die bereits infizierte Person wird eine Reihe von weiteren Infektionen in Gang gesetzt, die so langsam das Bild der Stadt verändern. Durch Beschleunigen der Simulation lässt sich das besser beobachten. Immer mehr Menschen werden infiziert, infizieren andere Menschen und genesen hoffentlich oder sterben im Anschluss. Als Infektionsherde lassen sich beispielsweise Schulen und Arbeitsstätten ausmachen, aber auch Geschäfte und Erholungsgebiete. Der Verlauf der Pandemie innerhalb der ersten 100 Tage, ohne Eingreifen, ohne Beschließen von Maßnahmen, lässt sich nicht nur an diesem Stadtplan erkennen, sondern auch an den drei rechts dargestellten Diagrammen. Im oberen Diagramm werden die Fallzahlen im Laufe der Zeit dargestellt. Es ist zu sehen, dass am Anfang sehr viele noch nicht infizierte Menschen in grün markiert vorliegen. Die Anzahl der infizierten Personen, die entsprechend des Krankheitsstadiums und der Schwere in gelb bis rot gekennzeichnet sind, steigt jedoch im Laufe der Zeit bis zu einem Maximum bei etwa 30 bis 35 Tagen. Im Anschluss sinkt die Anzahl der infizierten Personen schließlich wieder. Und gleichzeitig erhöht sich die Anzahl an genesenen Personen, hier in lila dargestellt. Jedoch steigt auch die Anzahl der gestorbenen Personen, die hier oben in blau zu sehen sind. Im zweiten Diagramm ist das Arbeitsvolumen im Laufe der Zeit zu sehen, welches in diesem Szenario ohne Maßnahmen auf etwa 80% sinkt und im Anschluss wieder ansteigt. Das dritte und letzte Diagramm zeigt die Fallzahlen in den verschiedenen Arbeitsgruppen. In diesem Szenario ist zu sehen, dass insbesondere bei Personen über 50 Jahren eine hohe Sterblichkeit vorliegt. Die Simulation lässt sich nun weiter fortsetzen über dieses untere Steuerelement, beispielsweise bis 500 Tage vergangen sind und eventuell ein Impfstoff vorliegt. Okay, also wir haben unsere Stadt jetzt kennengelernt. Was kommt als nächstes? Wir können jetzt über die Simulation verschiedene Maßnahmen ausprobieren, auf den Prüfstand stellen und schauen, wie sich diese Maßnahmen auf den Verlauf der Pandemie auswirken. In der nun folgenden Probephase des Experimentes können wir in dem Steuerelement verschiedene Maßnahmen ausprobieren und auf ihre Wirksamkeit überprüfen. Neben allgemeinen Maßnahmen, beispielsweise den AHA-Regeln, können Maßnahmen für Schulen, Krankenhäuser, Unternehmen und Veranstaltungen ausprobiert werden.
Ich empfehle in dieser Phase zuerst einzelne Maßnahmen zu testen, bevor Kombinationen gewählt werden. Zwischendurch kann man die Simulation immer wieder neu starten. Als Politiker oder Politikerin der Stadt werden ganz verschiedene Anforderungen an dich herangetragen. Ärzte und Ärztinnen beispielsweise fordern, besonders früh harte Maßnahmen zu ergreifen, um die Kapazitäten des Gesundheitssystems nicht zu überlasten. Wirtschaftliche Vertreterinnen und Vertreter der Stadt hingegen sagen, dass ein totaler Lockdown vielleicht kurzfristig hilft, langfristig jedoch zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer Insolvenz anmelden werden. Das Arbeitsvolumen müsse also so hoch wie möglich bleiben, so die Vertreterinnen und Vertreter. Die Simulation selbst ist nicht in der Lage, einen Kompromiss zwischen diesen Interessensgruppen zu finden. Das obliegt natürlich den Entscheidungsträgerinnen und Trägern. Jedoch können Simulationen helfen, die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Dabei können Simulationen übrigens nie die komplette Realität abbilden, sondern nur einen Teil davon. Daher können zwar Prognosen mit einer Simulation aufgestellt werden, jedoch keine eindeutige Vorhersage. Okay, also wir haben jetzt einige Maßnahmen ausprobiert. Was kommt jetzt? In dieser letzten Phase der Simulation und des Experimentes geht es darum, dass ich mich nun als Politikerin für ein Maßnahmenpaket entscheide und das in einem letzten Durchlauf der Simulation wie in der Realität nun auch noch einmal teste. Wir haben insgesamt 3 der über 360 möglichen Szenarien dieser Simulation auf ihre Wirksamkeit überprüft und folgende Ergebnisse erhalten. In Szenario 1 mit dem Titel Immer locker bleiben werden keine Maßnahmen ergriffen. Dieses Szenario haben wir bereits in der Kennenlernphase beobachtet. Das Arbeitsvolumen fällt im Laufe der Zeit kurzzeitig auf 80% zurück und steigt im Anschluss wieder. Nach 100 Tagen sind 28 Personen gestorben, 400 Personen genesen und 23 Personen noch nicht infiziert. Weitere Personen befinden sich noch im infizierten Stadium. Nach 500 Tagen sind bereits 34 Personen gestorben und alle weiteren 421 Personen genesen. In Maßnahmenpaket 2, ein gesunder Kompromiss, werden physische Maßnahmen eingehalten. Infizierte Schülerinnen und Arbeitende bleiben zu Hause oder im Homeoffice. Unter Beschluss dieser Maßnahmen kann das Arbeitsvolumen über den gesamten Zeitraum auf mindestens 95% gehalten werden. Nach 100 Tagen ist eine Person gestorben. Dieser Wert erhöht sich nach 500 Tagen auf 9 Personen. Darüber hinaus sind nach 500 Tagen 186 Personen nicht infiziert und 255 Personen genesen. Weitere befinden sich im infizierten Stadium. Wenn hoffentlich nach 500 Tagen ein Impfstoff vorliegt, dann kann die Pandemie erfolgreich eingedämmt werden. Maßnahmenpaket 3, nicht lockern lassen, ist das härteste. Hier werden physische Maßnahmen eingehalten und eingehende Reisen abgelehnt. Schulen werden geschlossen sowie Homeoffice angeordnet. In Krankenhäusern werden nur noch kritisch Erkrankte aufgenommen und Großveranstaltungen werden untersagt. Das Arbeitsvolumen sinkt durch das Homeoffice über die gesamte Zeit auf etwa 80%. Nach 100 Tagen sind 5 Personen genesen, alle übrigen Personen sind nicht infiziert. Diese Werte bleiben über den gesamten Zeitraum konstant. Keine Person stirbt. Erst wenn ein Impfstoff vorhanden ist, werden die Maßnahmen gelockert. Okay, sehr gut. Was bringen uns denn jetzt solche Simulationen? Mit der Simulation von der Universität Hohenheim konnten wir schon sehen, dass verschiedene Maßnahmen ganz unterschiedliche Auswirkungen auf den Verlauf der Pandemie haben. Und Simulationen können uns oder Politikern und Politikerinnen nun helfen, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Sind denn jetzt solche Simulationen quasi Kristallkugeln und ich kann damit in die Zukunft schauen? Naja, exakt vorhersagen kann man die Zukunft nicht. Auch nicht in Bezug auf die Covid-19-Pandemie und auch nicht mit Simulationen. Dennoch können eben diese Simulationen helfen, Entscheidungen zu treffen und Prognosen über die Fallzahlen vorhersagen, die zwar nicht zu 100% eintreffen, aber eine gute Orientierung bieten und damit auch eine gute Hilfestellung, ein gutes Werkzeug für die Bewältigung der Pandemie sein können.